Beim Klickertraining wird der Hund sozusagen instrumentalisiert, es findet keine Kommunikation statt und es sind überhaupt keine Emotionen im Spiel. Stimmt's oder stimmt's nicht? Mal ganz ehrlich, Emotionen im Training sind ja meistens so, meine Erfahrung jedenfalls aus den letzten 20 Jahren Hundeschule, dass die meistens dann im Speziellen aufbrausen, wenn es nicht klappt und die Menschen emotional sehr sind, weil es nicht klappt. Und da denke ich, sind Emotionen nicht sehr hilfreich. Wenn ich stattdessen lieber beobachte, wie ich das Verhalten des Tieres und das Verhalten belohne, was ich haben möchte, dann wird das zumindest für den Lernprozess sehr, sehr hilfreich sein. Hat das jetzt was mit den Emotionen, die ich zu so einem Tier habe, zu tun? Meine Tiere lieben mich, glaube ich. Also ich liebe sie jedenfalls. Und gerade im Speziellen, weil ich nett mit ihnen trainiere, mögen sie mich sogar noch ein bisschen mehr, weil das ist für sie, glaube ich, viel, viel angenehmer, als wenn ich sehr emotionsgeladen sie in Fehler reinrennen lassen würde, um sie dann zu korrigieren und zu quasi dahingehend zu bringen, dass sie nichts mehr tun, wie es häufig leider gemacht wird. Von daher würde ich mal sagen, es stimmt durchaus nicht und ich persönlich setze auch verschiedene Sachen ein. Den Klicker setze ich ein, wenn ich sehr punktgenau haben möchte und ich setze durchaus auch meine Stimme ein. Und dieser kleine Hund hier hat auch gelernt, dass ich zum Beispiel sozusagen verschiedene Klicks habe, weil meine Wörter durchaus ein bisschen eine andere Bedeutung haben. Und in so gesehen kann ich sehr wohl Emotionen da rein tun. Und ansonsten stören Emotionen eigentlich beim Training, denn wenn ich Tiere trainiere, die nicht meine eigenen sind, bin ich wesentlich schneller, denn ich nehme es bei denen auf keinen Fall persönlich, wenn es nicht gelingt, bei meinen Hunden vielleicht schon eher. Also es ist Quatsch, Tiere werden nicht instrumentalisiert und Kommunikation ist immer dabei, das geht gar nicht ohne. Es geht so, wie Kommunikation nicht ohne Konditionierung geht, geht Konditionierung nicht ohne Kommunikation. Also gib nichts drauf, mach einfach weiter, hab Spaß und ich denke, damit baust du mehr Bindung auf als mit irgendwas anderem. Bis zum nächsten Mal.